herzlich willkommen hier zu Amazia, dem Part 8 hier bei DLP TV mit eurem Daddy. Ja, gestern sind wir hier stehen geblieben, werden wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Gestern habe ich mich fast hier in die Hosen geschissen und ja, wird wohl heute nicht anders werden. Werden wir gleich mal weiter gucken und mal sehen, was auf uns hier wartet. So, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hier bin. Also wir sind im Keller, müssen wir bestimmt was finden. Müssen wir mal gucken. So, dann gehen wir mal hier hinten lang. Hier sind Schritte. Hilfe! Hilfe! Fick die Henne! Was ist das? Alter Facker, was war denn das für ein Vieh? Verflixt und zugenäht! Hilfe! Hilfe! Oh. Jetzt können wir bloß noch abholen hier. Oh fuck! Was zum Teufel? Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Oh oh. Oh je. Liebe Freunde, was war denn das jetzt? Ich habe jetzt richtig verdammt nochmal Schiss, da runter zu gehen. So. Werden wir uns mal ganz langsam anschleichen. Ich weiß nicht, wo es ist. Verdammter Fick-Tick! Ja, hoch kommt's aber nicht. Alter Facker, Alter, ey. Was ist denn hier los? Gott! Mein Herz! Mein kleines, schwaches Herz! Also meine Lieben, werden wir mal weiter gucken hier. Und nun zum Schüren. Ja, das hat mir gerade ein bisschen die Luft abgeschnürt. Lieber Himmel. Ach, Gott sei Dank ist das Vieh erstmal weg. Herein in die gute Stube. So, meine Lieben, hier sind wir doch Schweine. Was will denn hier schon wieder Schweine? Was hat es uns zu sagen? Wir sind auf dem Schlachthof. Ah, endlich frische Luft hier.
Ja, komischerweise sieht das von außen gar nicht aus wie eine Kapelle. Warum auch immer. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Ja. So, jetzt ist wieder sehr, sehr idyllisch hier mit dieser ganz entspannten Musik. Hier kommen wir nicht rein. Hier können wir bloß die Fenster aufmachen, aber das nützt uns ja auch nichts. Ja, hier sind wir da solche komischen Autos, wo wir diesmal nicht wegfahren können. Ja, vielleicht könnten wir irgendwie. Ist da eins kaputt? Oder wir brauchen einen Schlüssel. Das denke ich mal eher. Werden wir mal nochmal hier vorne gucken. Was wir so Schönes finden. So. Hier kommen wir nicht weiter. Also müssen wir mal hier gucken. Hier sieht es auch nicht so gut aus. Ja, liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Sieht eher nicht so aus. Kommen wir hier irgendwie auf dem Dach oder... Ah! Ne, hier kommen wir nicht drauf. Okay. Wir müssen doch hier irgendwie reinkommen. Es ist eine Tür. Und wir brauchen... Ach, Mensch, wir müssen bloß mal die Tür aufmachen. Verdammter Mist. Ach, nee. So, wir müssen schon wieder runter. Das passt mir gar nicht. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government... They make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe gerade mal richtig Spange, hier runter zu gehen. Und hier ist wieder die komische Neonröhre. So, wo sind wir jetzt angekommen? Hier in der dritten Fabrik, würde ich sagen. Das Flackern hat kein gutes Zeichen. So, wollen wir mal gucken. Nein! Eieieiei. Nein! Wieder dieses Individuum. Mann, kann ich nicht einfach mal einen Hammer mitnehmen und den in auf die Birne kloppen? Wo bist du? Du kannst mir nicht Angst machen. Du kannst mir nicht Angst machen. Nein. Vergiss es. Ja, bevor ich da runtergehe, gehe ich erstmal hoch. So. Aha. Hier ist dein Telefon. Was diesmal nicht geht. Warum wackelt denn das hier? Ja. Hear me, Mantis. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Ja, was ist ein Saboteur? Ja, die geht mal wieder nicht auf, also heißt das wieder, wir müssen wieder runter. Ach, hab ich eine Lust, ey. Ah,
will da nicht runter, vergiss es. Nee, ich geh da nicht. Nö. Ja, leuchten wir erstmal ein bisschen aus hier, um gleich Gefahrenstellen auszumachen. Das ist sowas von übel, das Spiel hier. Hilfe! Alter, klingt das scheiße! Ja, werden wir mal die Hebel hier hoch machen. Verdammt, ich's nochmal. Gottes Willen. Ja, ein Kohleofen. Wunderbar. Ja, den haben wir nämlich mit. Aber wir können ja keiner alles zulassen hier. So, ich habe eine Vermutung. Dass wir hier in dieses in den komischen Raum müssen. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. So, hier zum Beispiel ist nicht viel. Oder? Bisschen Kohle. Kann man das schieben? Nee. Kann man nicht. Ich denke mal, wir müssen dann hier runter. Wir müssen irgendwie erstmal was aufmachen. Wo und was müssen wir jetzt erstmal gucken? Also es klingt schon sehr gefährlich hier. Ich bin mir doch fast sicher, wir müssen die. Hebel betätigen. So. Ach du lieber Gott. So, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung, da würde ich sagen, sehen wir uns im Part 9 wieder. Ja, und morgen wahrscheinlich geplant ein kleines Zusammentreffen mit einem Let's Player. Ja, wir werden Daylight wieder ins Leben rufen und werden sehen, ob es klappt morgen. Er wusste es noch nicht ganz genau und ja, morgen wird dann mein drittes Projekt am Laufen kommen. Mit ihm oder ohne ihn weiß ich noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Und ja, werden dann Daylight zusammen kommentieren. Ja, dann würde ich erstmal sagen, war es das jetzt für den Part 8 und sehen uns dann im Part 9 wieder, wenn es heißt, gehen wir sterben oder gehen wir nicht sterben, was war das für ein Monster, wir werden es morgen rausfinden. Dankeschön.